Herzlich willkommen zurück zu Song of Horror. Wir sind in der letzten Episode, Episode 5, der Schrecken und das Lied. Ich hoffe, wir kriegen endlich raus, wer diese Spielbox wann, wie oder warum erstellt hat. Deswegen schauen wir mal, wo es heute hingeht. Und Episode 5 müsste der letzte Teil sein und deswegen heute der Showdown. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Part und sage Let's go. Ab dafür, Freunde. Schauen wir mal, wie viele Leute wir diesmal zur Verfügung haben, die wir umbringen können. Husha died in there, trapped. He probably struggled and screamed until he went mad trying to find a way out of that godforsaken place. Like me, only in his case, nobody got there in time. I imagine he thought that there was a quicker way to go, the same way that father chose. And maybe I would have done the same in his place. What I saw myself do in that mirror was just too much. Is this what lies ahead? Maybe I already know it, but I'm trying to hide it from myself. Maybe deep down, I know it's a hideous omen of what the future has in store for me. Maybe I know that, like everyone who's come across that cursed box, I too will take my own life. That I would rather surrender to death than face whatever it is that lingers behind that infernal melody. I should burn the thing. Yeah. Make that melody vanish from the face of the earth. But what about Ariadne? She's alive. What if only the box can stop this? I can't destroy it without knowing for sure. Maybe there's something in Legrand's diary. Das haben wir noch gefunden. God, I need to rest and gather my thoughts. I need to sleep. I can only hope the nightmares won't be as horrible as real life. Er liest das Tagebuch. Schätze ich mal. Schlafen. Oh, jetzt ist er eingeschlafen. Oh, that's bad. What? What? Oh, oh. That place. That melody. God. I need to find something. There must be something here. Das Buch war einfach noch nicht mal aufgeschlagen. Faber, Husher, every single person who attended that cursed concert in the Abbey, the entire Legrand Amersburg family and I, we all heard the song. Argos Legrand's diary, which I found in that place beyond reality, was my only hope of unveiling something, anything, that could take me down a different path than the rest. And yet, Legrand's notes seemed like nothing more than erratic and incoherent ramblings of a broken mind, so demented that no one could put them together in any order, much less understand them. But I found something towards the end that made some kind of sense. Although, I wish I hadn't. It's all over. Just a moment ago, I... Like every night, the song was invading my dreams, grating incessantly. I woke up, soaked in sweat, and veiled by the shadows. Natalie was sleeping, but I was not. This time, it had to stop. I was hell-bent on destroying the source of that awful song. I went down to the basement and tore down the same wall I built myself. With each blow, I cursed the moment I decided to bring that melody into my home. I couldn't take it any longer. There she was, behind the wall. My wife, huddled in a corner, holding Elaine in her arms. I froze. If Natalie was there, what kind of diabolical creature was sleeping by my side? Was? Monsters. All of them.
my beloved Elaine, Natalie. The monsters had locked them away and wanted to take Ariadne. They wanted to take my baby. I grasped the mallet, determined to do whatever it took. I would not allow those fiends to take my daughter, not without a fight. They would rue the day they tried to harm my family. I would kill the monsters and the black figure and find my little girl. I followed them throughout the house. Every room was shrouded in darkness. There was something unnatural in the air. The melody had transformed into a choir of black curling howls. But I finally cornered them in the bedroom, where I finished them off. I drew blood, and it flowed like a well from the grotesque black figures. While they screamed and writhed, the vile, deceitful fiends. Then I went back to the basement. Ich befürchte, das war nicht das Monster. And there was nobody there. Yeah. Natalie and Elaine had disappeared. No. That isn't true. They had not disappeared. They had never been down there. They were upstairs in the bedroom where I had left them. Oh no. There were no monsters in the house. Except me. Only me. Only me. And the presence. Hascha ist tot. Daniels letzte Hoffnung ist es herauszufinden, was Dr. Bernice Prescott erinnert. Oh my God. It ends like this? Wait. What is this? Jeremy Hartwood Mental Hospital, 1920. Psychiatric analysis and treatment of patient Ariadne LeGrand Amsberg. Dr. Berenice Prestigard. Oh, Christ, I can barely stand up. I really need help with this. Ah, okay, verstehe. Es ist egal, wo Kalöchen. Erstmal guten Abend und mega Hengst. Es tut mir endleid mit deinem Handy. Ich hab's gelesen. Sorry. Wenn das mal nicht eine Voranvorstellung war und er sie umgebracht hat. Ich brauch Chips, ja. Hol dir welche, Sagabuk. Der Arme. Volle Kanne. Also, ich hab's mir schon gedacht, als er gesagt hat, er geht da runter, schlägt die Wand auf und da sitzt dann seine Frau und das Kind. Und er dachte, die Präsenz hat sie dort eingesperrt, aber... Aber dabei war das die Voranvorstellung. Und sie waren die ganze Zeit neben ihm. Das war also... Angus oder wie er hieß, LeGrand, also der Dad von der Ariadne. Und Ariadne war noch ein Baby. Und er wollte dann sie unbedingt schützen. Und jetzt haben wir herausgefunden, dass Ariadne in einer psychiatrischen Klinik untergebracht war. Und da wollen wir jetzt scheinbar hin, um herauszufinden, was sie halt noch weiß. Weil die ganze Familie LeGrand ist wahrscheinlich, ja, er hat ja seine Frau... das ältere Kind umgebracht, dann hat er sich selbst erhängt, also blieb Ariadne zurück und sie ist irgendwie in die Psychiatrie dann gekommen. Okay, Leute, wen holen wir um Hilfe? Er kann Etienne anrufen. Sophie ist ja auch immer so eine Nummer für alles, oder? Wer ist denn Lydia? 38, hat eine Taschenlampe. Lydia wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Sie wurde Psychologin und Sozialtherapeutin, nachdem sie mehrere Freunde durch die Heroinkrise verloren hatte. Sie engagierte sich dafür, Drogenabhängigen beim Kampf gegen ihre Krankheit zu unterstützen. Sie traf Daniel während einer Entgiftungstherapie. Daniel steht in Lydia eine Retterin, aber auch eine unermüdliche Gefährtin, auf die man sich immer verlassen kann. Die ist nice, die nehmen wir mit. Sie braucht einen Inhalator, weil sie Asthmaanfälle kriegt, wenn sie Angst hat. Das klingt ja gut. Wir haben Tarotkarten und Haschers Psychos. Ich weiß immer noch nicht, was ich damit mache. Daniel wird nur eine Person zur psychiatrischen Klinik schicken. Wählst du Lydia? Was meint er? Er wird nur eine schicken. Heißt es, das Kapitel kann nur von einer Person gespielt werden und wenn ich es verkacke, dann war es das wieder, oder was? Scheint so. Oh nein. Na gut, Lydia, dann Lydia, it's all on you. Lydia, let's go. Macht Sinn, dass das Finale so besonders ist, sozusagen. Ja, stimmt.
Wenn der Glücksbringer deiner Figur nur eine begrenzte Anzahl von Malen verwendet werden kann, wird er am Ende der Episoden zurückgesetzt. Okay. Lydia. 7. Oktober 98. Okay, das ist die Psychiatrie. Das ist schon ein Weilchen zu. Jeremy Hartwood Hospital. An old mental health institution for the rich turned dump. Or something worse. Schau noch mal, ob hier irgendwas glitzert. Ein Auto. Oh mein Gott, wie alt das alles ist. Das wirkt... Vorsicht, das Tor sieht wirklich instabil aus. Es muss tonnenschwer sein. Oh, okay. Und die Tauben. Brunnen in der Mitte. Das war bestimmt mal sehr schön. Sieht aus wie ein Generator. Ich würde sagen, er funktioniert noch. Na dann, ab dafür. Oh nein. Geschrottet. Ein kaputter Griff. Vom Generator. Das Seil ist verrottet. Ich kann das nicht verwenden, bis ich es ersetzt habe. Ist klar. Bisschen zu gut gemeint. Das heißt, wir suchen ein Seil, um den Generator zum Laufen zu kriegen. Oh nein. Ist zu? Oh, schade. Das wär's gewesen. Ah, blöd, du. Ich war dort, war abgesperrt. Sorry. Der Horror und das Lied. Ich hab schon Gänsehaut. Daniel, you didn't overcome your alcohol addiction to let this kill you. I certainly won't. Dieses Tastenfeld kontrolliert, wo der Notstrom hingeleitet wird. Aber es ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen. Ja, wir haben ja halt keinen Strom gerade. Das ist natürlich dumm. Sagt sie. Ich denke... das ist ein Tisch. Ich denke, mein dünner Hintern würde hier problemlos reinpassen. Okay, da unten ist direkt was zu verstecken. Ich war schon immer ein Fan von maritimer Kunst. Ich weniger. Ah, eine andere Seite ist ein Tacker. Das ist schön. Soll ich versuchen, den Tacker zu nehmen? Es ist riskant. Aber ich glaube, mein Arm passt durch das Loch. Was meinen die Leute? Tacker? Ja oder nein? Wir müssen diesmal echt vorsichtig sein. Wir haben offensichtlich... Aber wir haben ja auch noch nicht viel gespielt jetzt, gell? Also wenn wir das jetzt nochmal von vorne machen müssten, wäre jetzt auch irgendwie nur halb so wild. Ja, Tacker holen. Ich weiß nicht, was ich zusammen tackern wollen würde. Ja? Au! Mist, ich hab mich geschnitten! Toll, ich hab keinen Tacker, aber ich hab mir wehgetan. Nein, ich brauche einen guten Schutz, um durch die zerbrochene Scheibe zu greifen. Es nochmal zu versuchen, wäre sowohl dumm als auch dickköpfig. Toll, Chat, toll! Oh Mann, ey, wir brauchen einen Handschuh oder sowas. Da komme ich nicht rein. Vielleicht hole ich ihn einfach von der anderen Seite, den Tacker. Ich komme hier nicht durch. Es wäre zu gefährlich, alles zu bewegen.
Hier ist eine Bar? Oh, es ist so dunkel. Sie kann das hier nicht anschauen. Schicke Möbel. Aber überall diese verhangenen Gestalten. Ist das ein Fotoapparat? Ja, sagt sie nichts dazu. Ein altes Foto, das in einem Anfall von Wut oder Verzweiflung in Stücke gerissen wurde. Vielleicht könnte ich es wieder zusammensetzen. Ein Puzzle. Oh nein, ich kann es auch noch drehen. Next. Ich fange vielleicht mal so an, wo man erkennen kann, was oben und was unten ist. Das ist ein Belegschaftsfoto. Okay, vielleicht ist das hier links oben eher. Ah. Gar nicht so einfach. Hört es dir? Nee, sieht nicht so aus. Bestimmt riecht das Monster das Blut und Nola-Risse. Könnte das dem sein Kopf sein? Auch nicht so ganz. Mensch, ich dachte, es wäre leichter. So, ich muss erstmal alles richtig rum hinlegen, dann kommen wir schon drauf. Das ist ein Fuß. Ich hoffe, das rastet ein. Wisst ihr, was ich meine, wenn wir es mal richtig hinlegen? Das ist doch seine Birne, oder? Der kommt bestimmt da daneben hin. Das andere große Stück. Die beiden in der Mitte oben einmal wechseln. Gleich, ich lege mir kurz alles einmal hin. Da noch so ein kleiner Schnibbel, die Bibbel. Komm her. Jemand mit einer Brille. Ah, gar nicht so leicht. Hast du schon gemacht? Okay. Es rastet nicht ein. Oh Mann. Aber ich habe hier noch so ein Eck. Das muss ja dann unten rechts hingehören, oder? Hä? Was ist das? Die 7... Zahlen sind auf dem Foto von höchsten zum niedrigsten. Okay, chill. Ein bisschen grobmotorisch. Das sieht aber, finde ich, schon mal gar nicht so schlecht aus, oder?
Also wenn das... Wenn das passt, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber so vom Riss her schon, oder? Aber da muss hier noch jemand sitzen. Das, glaube ich, passt nicht ganz. Nee, das gehört zu ihm, oder? Ich tue es mal beiseite. Das muss der glatte Schnitt sein. Der da. Oder? Nee, das passt nicht. Der linke sieht schon supi aus. Finde ich auch. Der kann es auch nicht sein. Also entweder der. Aber irgendwie auch nicht ganz, oder? Das sieht irgendwie... Nee, ich glaube, es ist der Franz da mit der Brille. Komm her, Franz. Komm schon rüber. Genau, weil da sitzt doch einer vor dem noch, oder? Oder sitzt der hier? Ha. Der Typ mit der Brille würde gut hinpassen, ja, oder? Meint ihr so? Okay, dann lass ihn mal sitzen. Und der hat ja dann Knie. Wo sind denn die Knie? Können wir dem mal erstmal sein zweites Gesicht, seine Gesichtshälfte geben? Nee, ist gar nicht seine. Ist das gar nicht seine Gesichtshälfte? Da, das sind doch seine Knie. So, bitteschön. Hat der auch Füße bekommen? Das ist die Frage. Dann sitzt wahrscheinlich nochmal jemand hier unten am Foto. Vielleicht passt der jetzt daran. Na, ist nicht so... Ich weiß nicht... Dann müsste das da daneben... Und dann glaube ich, kommt der auch schon daneben. Weil das Bild kann nicht mehr so breit sein. Oder? Auch wenn ich nicht wüsste, wo der dann den Körper hin tun soll. Komm, wir setzen jetzt mal was Weißes da daneben nochmal. Was haben wir denn da? Das ist nochmal irgendwie ein Ellenbogen. Irgendwo muss der noch hin. Mann, mich nervt es, dass ich das so mit links und rechts durchklicken muss. Vielleicht passt der so mitten rein. Ah! Vielleicht? Warte mal. Ich weiß, es sieht ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt. Ich glaube, dass diese Rissstellen, die passen einfach nicht 100%. Wenn ich jetzt sage, okay, dann ist hier Schluss unten.
Ach Gott, es kann ja auch was seitlich sein. Es kann ja auch so sein, oder? Nee, warte, so. Da hier hinten, hier ist es. Oder? Hier sind diese Rillen im Hintergrund. Ah, ja, hier sind diese Rillen im Hintergrund. Also muss das hier neben ihm sein. Ja. Und dann ist er einfach ein Ticken weiter drüben. Und dann wäre das das letzte Teil. Warum kann ich die einfach rüberklicken? So. Ich weiß, es sieht irgendwie nicht so 100... Ah doch, es hat gepasst. Ja, nice. Nice. Sieht gut aus. Alte Fotografie. Ein Schwarz-Weiß-Foto in Stücke gerissen und wieder zusammengesetzt. Die 7 Zahlen sind auf dem Foto vom höchsten zum niedrigsten. Passt voll. Nice. Danke, Leute. Und welche 7 Zahlen? Die 7 Zahlen sind... Die 7 Zahlen sind auf dem Foto vom höchsten zum niedrigsten. Wir brauchen 7 Zahlen vom höchsten zum niedrigsten. Wie viele Leute sind denn da drauf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, es sind genau 7 Leute auf dem Foto. Einer sitzt, einer steht, also die Männchen, die jetzt auf dem Zettel gemalt sind. Einer sitzt, einer steht, einer hat was Schwarzes an, einer hat was Weißes an, einer hat einen Schnauzer und einer hat eine Brille. Ich sehe 2 mit Brille. Einer hat was Schwarzes, nur einer hat was Schwarzes an. Die anderen haben aber alle was Weißes an. Mindestens 2 haben aber... 3 haben Schnauzer, glaube ich. Und es sitzen auch 3. Ach so! Ah! Das sind die Zahlen. Warte, ich brauche was zu schreiben. Es sitzen... 3. Es stehen... 4. Einer hat was Schwarzes an. Was Weißes? 1, 2, 3, 4, 5 haben natürlich dann 6. Ein Schnauzer haben... Ach, kann man das nicht irgendwie noch näher ranzoomen? Also ich würde sagen, oben rechts, oben der zweite von rechts und ganz links und unten links. Ich würde sagen, 4 Leute haben einen Schnauzer. Also 100% sicher bin ich mir nicht. Und eine Brille tragen 2. 3, 4, 1, 6, 4, 2. Obwohl die 4, die mit dem Schnauzer, da bin ich mir nicht ganz sicher. Eventuell sind es 2. Vielleicht eventuell sind es auch nur 3 Leute. So sicher bin ich mir bei der vorletzten Zahl nicht. Zähle die Brillen, die Bärte, die Hemden. Ja, genau. Oder die Sachen, die gemalt sind. Ich hätte es jetzt so aufgefasst. So viele Leute haben Brille, so viele Leute sitzen, so viele Leute haben was Schwarzes an. Und da, ach so, und dann stand da vom höchsten zum niedrigsten. Die 7 Zahlen auf dem Foto. Vom höchsten zum niedrigsten, du hast recht. Ach, dann muss es... Dann kann ich eine Zahl nicht doppelt haben. Weil ich habe jetzt 6, 4... 3, 2, 1. Hä, ich kann doch nicht 6, 5, 4, 3, 2, 1 haben, oder? Also ich habe 3, die sitzen. Vier, die stehen. Eine 1 mit dem schwarzen, eine 6 mit dem weißen Kittel. 4 oder 3 mit dem Schnauzer und 2 mit einer Brille. Die 7 Zahlen sind auf dem Foto. Vom höchsten zum niedrigsten. 3 sitzen, 4 stehen, 2 tragen Brille, 6 weiße. Ja, ja, schon klar.
Warum nicht doppelt? Weil ich dann nicht vom höchsten zum niedrigsten gehen kann. Also entweder 6, 4, 3, 3, 2, 1 oder 6 oder 6, 4, 4, 3, 2, 1, wenn es vom höchsten zum niedrigsten gemeint ist. Doppelt dann hintereinander, ja, ja. Ja? Okay. Ich weiß halt nicht, wie viele einen Schnauzer haben. Da bin ich mir einfach nicht sicher gewesen. Das habe ich auf dem Foto zu schlecht erkannt. Funny ist, ich weiß überhaupt noch gar nicht, wofür ich diese 7 Zahlen brauche. Aber Hauptsache, ich habe sie jetzt mal gelöst, gell? Zettli. Abrissmitteilung. Bericht über Umbauarbeiten im Krankenhaus. Der Abriss ist abgeschlossen. Die Arbeiten sind noch nicht fertig, aber wir werden hier keine Minute länger als nötig bleiben. Zwei der Teams haben sich geweigert, in dem Ostflügel zurückzukehren und Ezek und seine Jungs haben ein dickes Kabel um eine der Kühlschranktüren gebunden, um sie geschlossen zu halten. Sie wollen sie nicht öffnen, obwohl dort hinten jede Menge Werkzeuge und Küchenutensilien sowie ein paar hochwertige Gefriertruhen im perfekten Zustand sind. Es ist nicht das erste Problem, das wir hatten, aber die Situation hat sich so weit verschlimmert, dass wir gehen müssen. Ich nehme es ihnen nicht übel. Hier stehen auch mir die Haare zu Berge und ich war weniger lange da drin als die anderen. Es sind immer noch so viele wertvolle Dinge da drin. Schreibmaschinen, Radios, Luxusmöbel. Aber das ist nicht wichtig. Sobald Emils Team zurückkehrt, verlassen wir die Klinik. Ich hoffe, sie brauchen nicht so lange. Wir sollten gehen, bevor die Nacht einbricht. Ich frage mich, was zum Teufel so lange dauert. Ich hoffe, dass ich nicht hineingehen muss, um sie zu suchen. Wie schon sagte, dieser Ort gibt mir Gänsehaut. Aber selbst die Abrissarbeiter haben gesagt, es wird ihnen hier zu bunt. Ah, jetzt kann ich dahin. Dieser Wein... Ein Zapfhahn. Lust auf Bier? Ich nicht, sagt sie. Schade. Oh, hier ist eine Tür. Ihr sagt, drei hatten Schnauzer. Hätte ich auch gesagt, aber es ist nicht alles ganz ersichtlich gewesen. Versteck dich, Schrank. Und nochmal eine Tür. Eigentlich wollte ich doch nur den Tacker. Ach, wir sind in der Kühlkammer, oder? Jemand hat das Kabel benutzt, um sicherzustellen, dass sich der Griff nicht bewegt. Na. Frei. Was genau ist die Mission, außer nicht zu sterben? Wir wollen herausfinden, was mit Ariadne passiert ist. Damit wir vielleicht die Spieluhr aufhalten können. Soll ich diese Zeichnung mitnehmen und für später aufheben? Warum nicht? Also, was ist das Problem an der Zeichnung mitnehmen? Das frage ich mich. Ich frage mich jetzt schon, warum sie mich fragt. Warum sie die Zeichnung mitnehmen soll. Was ist... Wir nehmen doch sonst auch alles mit. Why not, oder? Ja, jeder so... Ja, warum eigentlich nicht, ja? Ihr sagt ja. Wir haben jetzt schon... Das wäre schon das zweite Mal, dass wir bei so einer Sass-Frage ja sagen. Und ihr wisst, dass es nicht immer gut ausgeht. Neugierde wird bestraft in dem Spiel. Verwirrende Frage. Ja, finde ich auch. Ich finde die sehr sass, die Frage. Aber es ist eigentlich nur eine Zeichnung. Ich weiß nicht, was das für einen Einfluss hat. Was soll passieren? Bei dem Tacker war es schon eher sass. Kannst mitnehmen. Ach, ein Achievement. Oh Mann, ey. Ariadnes verlorene Zeichnung. Sammelobjekt. Die Darstellung einer Szene, die sich ereignet hat. Warum fragt sie mich so sass bei einem Achievement? Ihr wisst, Achievements sind mir in den Spielen eigentlich total unwichtig. Kann ich da jetzt eigentlich rein? Es ist nicht zu weit hergeholt zu vermuten, dass dieses Kabel nützlich sein könnte. Soll ich's mitnehmen?
Moment. Das ist eine andere Nummer. Was ist da eingesperrt? Nein! Alles und nein! Was ist da eingesperrt? Wir haben nur gelesen, dass die Bauarbeiter gesagt haben, sie haben sich bemüht, es so einzubinden, dass da sicher nichts rauskommt. Nein! Nimm's mit! No risk, no fun! Ich möchte... Möchte man was einsperren oder uns aussperren? Man möchte was einsperren. Die haben das zugemacht. Dann nehmen wir es nicht mit. Ich find's auch. Brauchen wir bestimmt. Ja, eigentlich brauchen wir es ja, um den Generator zu machen. Sie hat ja draußen vor der Tür den Generator geschrottet. Also, ein Kabel bräuchten wir schon. Don't dead open inside. Boah, ja, nee. Das ist die Frage schon fies. Ich schwöre, jemand hat, die Bauarbeiter haben geschrieben, sie haben ganz bewusst irgendwas da eingesperrt. Entweder ist das eingesperrt, damit es nicht rauskommt, oder damit neugierige Leute nicht reinkommen. Ja, nee, nee, solange wie das schon zu ist, da ist was eingesperrt. Der Bauch sagt nein. Lass das Ding da drin. Ich will gar nicht wissen, was die einsperren wollten. Okay, dann lassen wir es. Der Geselle sitzt da drin. Messer. Sie könnten sich als nützlich erweisen, aber hier ist der Zustand zu schlecht. Lass mal kurz Karte gucken. Genau, da sind wir jetzt nicht reingegangen, da wo das Fragezeichen ist. Ja, Zubi, wenn Pranks zu weit gehen, ja genau, dann sitzt du einfach 20 Jahre immer noch drin. Da oben? Oh nein! Das war schon verdammt nah. I can't have seen what I just saw. Hi, Tati. Uff. Wir lassen jetzt das Seil mal da, wo es ist. Und wenn wir später, wenn wir nicht weiterkommen, dann können wir es immer noch nehmen. Deal? So, schauen, ob wir hier rein können. Mist! Wie ist das möglich? Weil wir haben hier echt noch ganz viel anzugucken. Erinnert mich dran, wenn ich später nicht mehr weiß, wo ich hin soll, dass wir uns an das Kabel schnappen. In einem besseren Zustand, als man es erwarten würde. Naja. Das sehe ich jetzt nicht so. Strom wäre echt nett, gell? Ach, hier ist ein Zahlenfeld. Zahlen-Dings da. Ich lasse es mal versuchen aufzumachen, damit sie sagen, es ist verriegelt. Aber ich kann das Zahlenfeld nicht bedienen, wenn ich keinen Strom habe. Rostig und verklemmt. Uah. Also
Ich sag's ja nur ungern, Leute, aber ich habe gerade keine andere Möglichkeit. Ich glaube, wir müssen, um Strom herzustellen, jetzt dieses Kabel öffnen und das heißt, diese Kühlsache öffnen. Denn wir brauchen gern ein Seil. Lieber kein Strom, lieber Windenergie. Also nachdem ich hier nicht hochkomme und auch sonst alles gesehen habe und auch den Tacker nicht nehmen kann, obwohl ich nicht weiß, was ich mit dem Tacker will, gehe ich jetzt den Kühlraum öffnen, damit wir diesen Strom haben. Let's go. Bin ich hier richtig? Bin ich eigentlich? Ja, oder? Das passt ja. So, nimm das Kabel. Kabel, ein verknotetes Kabel, mit dem eine Tür geschlossen gehalten wurde. Offensichtlich funktioniert es immer noch. Man muss sich mal vorstellen, es hält diese Tür jetzt schon Gott weiß wie lange geschlossen. Ja, frag dich mal lieber nicht, wie lange das schon geschlossen hält, sondern warum es geschlossen hält. Aber alles klar. Nein, halt sie zu! Ich guck doch da jetzt nicht. Wir gehen jetzt Strom anmachen. Muss los. Ich glotze jetzt nicht rein. Nope. Nope. No. Wir gehen jetzt Strom anmachen. Mir ist hier zu dunkel. Run, girl, run. Jetzt wisst ihr, warum wir es nicht öffnen wollten, sollten. So. Bitte. Ja, ich hab da was für dich. Got it. Benutze it. Jetzt aber Strom. Draußen geht Strom. Licht ist nämlich immer gut. Und ich glaube, die... Das Ding in Starkirchens hier mag kein Licht. Jetzt zum nächsten. Jetzt machen wir unser Türchen auf mit dem Schloss. Der ging ja auch nur mit Strom, oder? Jetzt, wo der Generator an ist, will ich mal sehen, was ich hier tun kann. Notstrom. Entweder für die Leichenhalle, für den Aufzug oder für die Sicherheit. Mach mal die Sicherheit an. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Tür läuft wahrscheinlich unter Sicherheit, oder? Sicherheitsverschluss. Also, ich glaube, dieses Tastenfeld entriegelt die Tür. So, und da glaube ich, es könnte ja jetzt unser Code sein, den wir hier erpuzzelt haben. 6, 4, 3, 3, 2, 1. Enter. Nö. Ja, aber doch. Ach, guck mal, sie ist jetzt dabei. War nicht richtig? 6, 4, 4, 3, 2, 1, Enter. War auch nicht richtig. Es waren doch nur zwei Schnauzer.
Okay. Dann machen wir 6, 4, 3, 2, 2, 1. Es sind zwei Schnauzer mindestens. Ich weiß nicht, ob der unten links einen Schnauzer hat oder ob das Bild nur dreckig ist. Ja, es sind 7 Leute. Aber einer sitzt, einer steht. Ach so, es müssen 7 Zahlen sein. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, wir haben nur 6 Zahlen. Also dann müssen wir mit 7 anfangen. 7 Leute. Einer sitzt. Also 6, 4, 3, 3, 2, 1. Nee. Also wenn wir mit 7 anfangen, weil es 7 Leute sind. 6, 4, 3, 2, 2, 1. Mann. Und 3 Schnauzer? 7 Leute? 6 sitzen. 4 stehen. Hallöchen, Nick. 3, 3, 3, 1. Hatten 3 Leute Brillen auf? Hallöchen, Nick, wie geht's, wie steht's? Hatten 3 Leute Brillen auf? Ich habe nur 2 Brillenträger gezählt gehabt. Ja? Nee, 2 hätte ich nämlich auch gesagt. Guck mal. Es ging doch am Ende auf Brillenträger. Oder hat der, der sitzt, auch eine Brille? Der hat eine Brille im Einsteckding. Kann es sein? Der in Schwarz hat sein Monokel oder seine... Entweder ein Monokel da hängen oder der hat die Brille einfach in seinem Dings drin stecken. Wie fies, aber okay. Jetzt ist offen. Rein da. Kann ja nichts drin sein, war ja verriegelt. I see some notes there. Oh, some Let's notes there. Ah, Dr. Baroness Prestigard. It's a good start. Today's session with Ariadne was by far the most productive to date. Not because of the conversation we had, for her mind continues to adhere to the usual extravagant patterns. But because today, she asked to get her things back, which led me to a surprising discovery. Down in the storage room, I was convinced I would not find any of the belongings taken from her when she was admitted. But there was nothing further from the truth. There was a diary and a music box. After handing the box to Ariadne, I quickly browsed through the diary, which apparently belonged to her father. And that's where it gets interesting. After years of researching paranormal phenomena, Argus Legrand's investigation led him to the Abbey of St. Cecilia, where a cursed concert had supposedly taken place. After spending a considerable amount of money, he got his hands on the only remaining sheet music from the concert, and convinced an acclaimed musician to play the music one more time. The new cursed concert would take place on a steamer that would sail down the Rhine a few weeks later, and both Legrand and his assistants would be there to contemplate the true effects of the song. After the concert, the tycoon wrote the following in his diary. Those ignorant, illiterate fools. I can only laugh at their curse and their stupidity. The only misfortune that damn song has brought is a hole in my bank account. Alas, at least I take the melody with me. I will have it recorded and play it each day for my family. Ha! Those drunk, lazy bastards. Their misfortune was caused by their own stupidity and bad blood. Wanting to put the blame on a song is yet another sample of their total lack of culture. Argus Legrand never knew that the steamer suffered a strange accident just hours after he got off that killed everyone on board. And yet, his thoughts on the melody eventually changed. They did indeed change.
Oha. I can't believe it. Daniel wasn't exaggerating. This is much worse than I ever imagined. Oha. Okay, also er hat das Lied nochmal spielen lassen auf dem Dampfer. Alle sind umgekommen und jetzt hat er es aufgenommen und jeden Tag seiner Familie vorgespielt. Und jetzt wissen wir wissen ja, was er da mit der, das, die Spieluhr, was die am Ende verursacht hat. Dann wissen wir jetzt, wie die Spieluhr zu Ariadne gekommen ist oder in den Haushalt. Eigentlich aufgrund, ich sag mal, der Arroganz und dieser übertriebenen Selbstsicherheit von ihrem Vater, der gemeint hat, naja, ach, diese Idioten von wegen Fluch, haha, den werde ich's zeigen. Ganz toll. Eigentlich haben wir doch jetzt ziemlich viel, oder? Wir können gehen. Wir haben alles. Let's go. Anscheinend ist Bernice Prescott auf etwas wirklich Großes gestoßen. Ich muss weitere Forschungsdaten finden. Warum eigentlich? Reicht das denn nicht? Wie sind wir denn jetzt da gerade reingekommen? Ja, hier durch den Sicherheitsraum. Okay. Okay. Blockiert und sie kann es nicht öffnen. Auch blockiert. Dort befinden sich die Gummizellen. Es ist entsetzlich. Gott, ich glaube, da liegen auch noch ein paar. Helle. Es scheint ein audiovisuelles Dokumentationsarchiv aus dieser Zeit zu sein. Da könnte etwas Nützliches drin sein, wenn es mir gelingt, es zu öffnen. Oh nein! Jetzt kein Asthma. Okay, ich brauche irgendwas zum Öffnen. Oh. Ein Projektor, der noch funktioniert. Ein paar creepy Gestalten. Nur Puppen, ich dachte, es wäre was anderes. Ein Verstecktisch. Dank mir. Nicht cool. Gar nicht cool. Ah. Okay, wir brauchen irgendwie einen Schraubenzieher oder was auch immer, um das Ding da aufzumachen. Ich fühle mich hier sehr unwohl. Oh je. Ein Stockwerk. Ja. My heart, ja. So viele Türen. Dieses Loch verbindet die beiden Räume. Es scheint, als hätte es jemand auf der anderen Seite abgedeckt. Wie traurig die Musik jetzt ist. Vermute, dieser Patient hatte vor, all diese Lieder zu proben. Musik. Oh. Wow, das Klavier ist mehr oder weniger in einem ziemlich guten Zustand. Es mag das Licht nicht, aber es mag das Lied. Das Klavier ist eine Dings. Ein Rätsel. Also ich kann da zwar, aber die Information ist zu dunkel. Du atmest aber schon noch beim A-Drücken. Nee, nicht wirklich.
Also ich kann hier spielen, aber wenn ich RT für Informationen, dann lenkt, da tut sie ihre Taschenlampe nicht drauf. Das ist das, was an der Wand steht. Sie würde gerne auf die Wand schauen. Da steht es alles. Aber sie leuchtet nicht hin. Ins Zimmer nebenan? Ja, wahrscheinlich, oder? Mach einen Screenshot. Wir gehen jetzt mal hier direkt ins Zimmer nebenan. Da hat jemand nackte Männer gezeichnet. Ein riesiges Durcheinander. Also der eine war musikalisch. Ja, da Licht hat's angemacht. Jetzt müsste er nur noch abhängen, oder? Was hier das Ding verhängt. Warte. Hat er eine Bibel auf dem Nachttisch? Ja, warum nicht? Was ist das, wenn ich da... Aber will sie das denn nicht jetzt abhängen? Irgendwo scheint doch das zugehängt zu sein, oder? Hat sie doch gesagt, von der anderen Seite verhängt. Was sagt da? Sagt sie nichts. Aber gut, dass sie jetzt hier das Licht anmacht. Ach, hier. Soll ich die Zeitung entfernen und sehen, was sich dahinter verbirgt? Ja. Wir brauchen das Licht durchscheinen. Hoffentlich reicht es. Ich kann das Zimmer sehen. Es scheint, als hätten die beiden Patienten ein kleines Geheimnis gehabt. Okay, wenn ich jetzt rübergehe, kann ich vielleicht was sehen, wenn das Licht durchscheint. Möchtest du eine Nachricht schicken? Nein. Mensch. Diese lästige Sprachassistenz. Ah, jetzt können wir etwas sehen. So. Was hätten wir denn? Also es mag das Licht nicht, aber es mag das Lied. Und jetzt soll ich das Lied spielen, offensichtlich. Das sind... Warte mal. Es mag das Licht nicht. Aber es mag das Lied. Also glaube ich, dass ich nur die Noten spielen muss, die im Schatten liegen. Weil es ja das Licht nicht mag, oder? Das heißt, die erste Zeile ist schon mal hinfällig. Und jetzt spielen wir... Was auch immer das ist. Vertippt. Nein! Okay, warte mal. Mist. Okay, wir starten mit Brüsten, Kreisel, A, H. Viereck, Brüste, Fragezeichen. Kreisel. So, jetzt. Brüste, Kreisel, aha. Y. Es hat Schick-Schick gemacht. Eine Taste, die aufgrund ihres eigenartigen Klanges aus dem Klavier herausgezogen wurde. Oh.
Der Schlüssel scheint ein bisschen mehr zu wiegen als die anderen, aber nur ein bisschen. Ein winziger Schlüssel in der Klaviertaste. Er ist zu klein, um eine normale Tür zu öffnen. Hallöchen, Andrina. Hallo. Was wollen wir mit dem Lied anlocken? Ein Schlüssel. Aber gute Frage. Aber gute Frage. So, ich habe einen mini-kleinen Schlüssel. What the hell did I just play? Ja, genau. These notes, I felt something indescribable. Terrifying. Ja, ich hätte es eigentlich auch nicht gemacht, wenn ich ehrlich bin, aber wir müssen ja, nicht wahr? Jetzt haben wir einen kleinen Schlüssel. Ich finde das gar nicht so cool, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, wir werden ihn bestimmt... Nein! Oh nein! Ich habe Hören vergessen! Shit! Mein Glück. Ha, Mädel, sei froh. Ah! Holy shit! Ja. Oh, schön. Jeder Patient hat hier sein Hobby, ja? Ganz toll. Anweisungen für Tierpräparation. Kryptische Notizen eines psychiatrischen... Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig... Sie blinzelt, vom Hunger aufgeweckt. Es ist Nacht und sie hört zu. Sie flieht schnell, tödlich stumm. Du schreist, während sie dich von dir wegreißt. Zufrieden landet sie auf ihrem Nest und ruft in den Wind, um ihren Sieg zu verkünden. Ihr fester Griff lähmt dich und Blut fließt, während sie dich isst. Sie blustert sich auf und schlägt mit den Flügeln und gesättigt schläft sie ein. Das ist doch keine Anweisung für Tierpräparation. Das ist ein total gestörtes Gedicht. Anleitung für Tierpräparation. Kleines Schränkchen für Notfallversorgung. Das schloss sie kaputt aus. Ich brauche irgendeinen Gegenstand, um es zu knacken. Not that way. Dummerchen. Du brauchst was Scharfes, um es zu öffnen. Hat sie gerade Dummerchen zu mir gesagt? Ich glaube, die hängt. Mm-mm. Mann, alles zu hier. Kein Hausmeisterschlüssel diesmal. Und cool. Da. Nope. Tja. Wir brauchen was Scharfes, um das SOS zu öffnen. Wir haben einen kleinen Schlüssel. Und wir brauchen immer noch etwas, um irgendwie unten... Unten war doch auch noch was zu öffnen. So, Girl. Was haben wir denn jetzt? Zu, Schlüssel. Und eine, die halt vom Glibber gerade verschlossen ist. Wir sind da rechts bei den Filmprojektionen nicht weitergekommen. In der Tür sehe ich gerade. Da gehen wir jetzt einfach mal runter. Ich weiß noch nicht so genau, was ich mit dem kleinen Schlüssel machen soll. Das ist auch gerade das Einzige, was ich habe. Lass mich mal einen Blick werfen, wo eigentlich die nächste versteckt ist. Ist auch da bei dem Film.
war eine Tür, die ich nicht gesehen habe, offenbar. Aber hinter dem... Die Leinwand ist riesig. Jetzt muss ich nur noch einen Film finden, der auf dem Projektor abgespielt werden kann. Schaut mal, dahinter ist aber eine Tür links, aber da komme ich jetzt nicht hin. Schlüssel ist vielleicht fürs Archiv. Ach, für das hier? Ah. Gute Idee. okay, ja, nice. Okay, nice. Eine alte Bild- und Tonaufnahme. Es haut mich um, dass sie Zugang zu Tonaufnahmegeräten hatten. Warum? Dann tust da rein. Benutzen. I wonder if this projector still works. Sieht so aus. We'll soon find out. Erstmal eine Runde Fernsehabend. ...1920. Interview mit Ariadne. Ach, ich spiele das. Okay. Okay. Brauchst du dich hinsetzen? Hi, Ariadne. How are you? Do you feel like talking today? You know, I think you're right, but I don't see things like you do. If you don't feel like talking, you can draw whatever comes to you first. Also ich kann hier aber nichts machen. Ich kann sie nur ansprechen. Ah doch, hier liegt was. Eingesteckt. Da ist ihre Spieluhr. Schalten Sie das Licht aus. Nein, Mann. Who doesn't like the light, Ariadne? Old lady. It's me. Hä, sie malt sich als alte Frau? We can listen to your box if you want. Sometimes I hear you playing it when I pass by your room. Oh nein, sie hat's auch gehört. Ariadne wartet auf ihre Spieluhr. Na toll. Hier, mein liebes Kind. No. Sie können sie nicht hören. No, you don't hear them. You don't see it or understand it. What don't I see? Tell me how to understand you, Ariadne. Sleep. Like me. In my bed. You want me to sleep with you? It's normal not to want to sleep alone. Sometimes I get scared at night. Not here. At home. Daddy. Mommy. And Elaine sleep there. When they understand. Sorry? You mean you want me to sleep at your house? Yes. Sleep there. And listen to the song. And then you'll talk to me. Oh, who's this gentleman? Is it your daddy? No. It's Mr. Neuer. Sie wusste schon von Mr. Neuer? Das war doch der erste, den die Spieluhr dann umgebracht hat, oder? Wait. What did she say? Genau. Daniel Neuer. Daniel? How is that even possible? Sie wusste schon vor 80 Jahren, dass die Spieluhr Daniel mal holen wird? Erster Versuchsbericht. Details einer von der Ärztin Bernice Prescott durchgeführten Studie. Versuchsablaufbericht Ariadne Legrand-Amsberg und Therapeut Dr. Bernice Prescott. Beschreibung: Die Freiwilligen werden in zwei Gruppen aufgeteilt, die Versuchsgruppe und die Kontrollgruppe. Die 12 Versuchspersonen werden einzelnen Gummizellen zugewiesen. Die 6 Versuchspersonen aus der Kontrollgruppe, Norden, leben dort für die Dauer des Experiments, erfahren aber sonst keine Veränderung ihrer gewohnten Routine. Die Versuchspersonen aus der Versuchsgruppe, der Süden,
darunter Ariadne, bekommen das Lied aus der Spieluhr zweimal circa 4 Minuten vorgespielt. Es wird täglich 21 Tage lang wiederholt. Ach, die haben psychologischen Test aus der Spieluhr gemacht. Die Versuchsgruppe hat es nicht hören müssen und Ariadne und die anderen mussten es hören. Von der Patientin wird erwartet, dass sie bestätigt, dass die Melodie keine negativen Auswirkungen auf die Menschen hat und bei der Behandlung ihres psychischen Zustands helfen kann, der sich nicht verbessern zu scheint und auch nicht auf andere Behandlungen anspricht. Ungeachtet der Ergebnisse und in Anbetracht des jungen Alters der Patienten wird Elektroschocktherapie unter keinen Umständen empfohlen. Okay, sie erwarten, dass sie bestätigt, dass die Melodie keine negativen Auswirkungen auf die Menschen hat, aber ihr bei der Behandlung ihrer Psyche hilft, weil sonst nichts hilft. Vor allem, was ist aber dann mit den anderen aus der Versuchsgruppe, die sie das reinziehen mussten? Und es kann ja sein, dass es nur Ariadne hilft. Das war ja ihre Spieluhr. Was haben wir hier? Mann, zu heruntergekommene Instrumente. Ich brauche doch was Scharfes. Wow. Das geht mir alles ein bisschen... Ach, hier geht's einmal rundrum. Okay, warte, dann gehen wir anders. Schön. Aber es war doch nichts. Aber es war doch nichts. Sei vorsichtig bei Türen, die so dick sind, dass du nichts hören kannst. Oh, shit. That was not a good idea. I should have gone myself. Damn it, Daniel. Don't be such a crybaby. Die Türen waren zu dick, um was durchzuhören? Da stand, sie kann nichts hören. Und ich nur so, ja, okay, passt schon. Ich habe mich noch gewundert, dass sie das Hören abgebrochen hat, aber ich dachte, mein Controller hat nicht... Nein! Jetzt ist unser letzter Versuch mit ihm. I'm running out of time. I have to find Lydia and the answers I'm looking for, quick! Okay, es braucht etwas, um zu suchen. Um das zu testen. Strom läuft noch. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir so ein Stethoskop oder sowas finden. Lydia, God, I hope nothing's happened to you. I'm so sorry I got you into this mess. Ich mochte sie, ich auch. Aber wegen dem Kabel jammern. Verdammte Axt. Warte. Ja, dadurch. Mist. Ach so, ich soll gleich den Strom anschalten. Okay, gut, dass du es sagst. Spare ich mir den Weg. Ich bin jetzt zwar schon fast durch gewesen, aber... Ja. In der Leichenhalle, okay. Mach mal das, wenn wir schon mal da sind. Genau, weil die Sicherheit ist ja jetzt offen. Ist ja eigentlich egal. Gell? So. Leichenhalle, Strom an.
Okay, also die Gummizellen. Blöde Idee. Daniel, wenn du wüsstest, was wir hier gerade gesehen haben. Die Ariadne hatte dich schon als 10-Jährige auf dem Kieker. So, und da sagt ich, dass er nichts hören kann. Verdammt, ey. Ich bin manchmal auch echt ein Schussel. Echt ein Depp. Sind schalldicht, ja. So, oh, so viel tot. Ja, genau. Hier ist auch nichts. Nur noch mehr Zellen. Versteckschrank. Hier kann ich wohl auch nichts hören, schätze ich. Der Aufzug scheint über einen Riemen angetrieben zu werden, aber ist völlig abgenutzt. Ich muss einen anderen finden. Weil wie wir halt immer Hausmeister hier auch noch sind. Okay. Aufzug rufen bringt nichts, weil der Riemen fehlt. Also wir brauchen einen Aufzugriemen. Das heißt, wir haben hier bislang nichts gefunden. Außer eine verloren. Na ganz toll, oder? Das heißt, ich bin hier einmal reingelaufen. Jetzt gehe ich durch diese Schwingtür, oder? Oh. Ah ja. Nice. Danke, dass du gesagt hast, dass wir das Licht hier anmachen sollen. Aha. Zweiter Versuchsbericht. Eine von Bernice Prestgard ausgefülltes Formular, in dem ihre Beobachtungen während des Experiments detailliert aufgeführt sind. Von Ariadne Legrand-Armsberg und Bernice Prescott. Überwachung des Versuchsablaufs, wie im Bericht beschrieben. Zwei der Patienten der Versuchsgruppe sind verschwunden. Ich machte gerade meine Visite im Ostflügel, als ich Schreie hörte, die aus den Zellen kamen. Ich ging in Richtung der Zellen, um die Patienten zu beruhigen, aber sie reagierten nicht darauf. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob sie mich hören konnten. Ihr Schreien war so laut. Ich rannte in den Sicherheitsraum und kam mit dem Manager zurück. Als er die Zelle öffnete, sahen wir, dass sie leer war. Wir konnten überall um uns herum kreischende Geräusche hören. Es war unmöglich zu sagen, woher genau sie kamen, aber ich schwöre, die lautesten Schreie kamen aus dem Raum, von dem wir standen. Außerdem hörten alle Schreie auf einmal auf, sobald wir die Tür öffneten. Wir haben den Rest der Zellen überprüft und eine von ihnen ist leer, obwohl niemand einen Patienten auf ein anderes Zimmer verlegt hat. Was zum Teufel ist hier los? Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Okay, also die waren dann... gut. Wie die halt einfach da so im Rollstuhl sitzen, Mann. Ah. Sie haben hier alles ausprobiert, sagt er. Toll. Oh ja, was Scharfes. Ein Skalpell. Na, das kann ich ja gebrauchen. Es ist immer noch ziemlich scharf. Ich sollte damit vorsichtig sein. Damit machen wir diesen Sicherheitsdings auf. Da ist ein Riemen. Einer dieser Kühlschränke ist verriegelt. Jemand hat den Griff festgebunden, damit er sich nicht öffnen lässt. Aber das könnte ein Er wird mich gleich fragen. Soll ich das Band einfach nehmen? Ich könnte es gebrauchen, aber ich sollte es mir gut überlegen. Wir brauchen es bestimmt, um den Aufzug in Gang zu kriegen. Aber immer wenn diese Frage gestellt wird, pulsiert der Controller. Was meint ihr? Sollen wir es nehmen oder nicht? Das kann auch, wenn es falsch ist, dann müssen wir komplett neu starten. Aber ich bin...
Mach's nicht. Nein. Aber wir brauchen doch vielleicht was für den Aufzug. Nimm. Keine Gefahr. Okay, wir nehmen's. Okay, wir nehmen's. Weil ich glaube, dass das der den Riemen für das für den Aufzug ersetzen kann. Gönn dir. Zerrissener Gürtel. Ein gürtelähnlicher Lederriemen. Er ist in zwei Teile zerbrochen. Ich muss es reparieren, wenn ich es irgendwie benutzen will. Lass mich raten mit einem Tacker. Aber? Wie kriege ich den Tacker raus? Ist er vielleicht besser angezogen? Ein Gönjamin heute, ja. Was ist hier los? Ich habe hier nichts zum Verstecken. Oh nein. In das nächste Versteck. Beim Filmprojektor oder da oben. Aber wir wollen jetzt... Ich kann ja jetzt das noch nicht verwenden, weil es kein Schlauch ist. Also für den Aufzug macht es noch keinen Sinn. Ich muss es erst zusammentackern. Aber ich habe jetzt was Scharfes. Das heißt, ich gehe bei den Filmprojektoren durch und die Treppe wieder hoch. Sind wir? Nein, Mann. Ja. Och, Janine, dann hast du mir jetzt das Leben gerettet. Nein, da steht sie. Wir dürfen sie nicht ansprechen. Ja. Nein, nein, nein. Das gab er für den Erste-Hilfe-Kasten, genau. Eine verschlossene Box, eine schwere Metallkiste. Eine Schachtel Kerzen. Mal sehen, was wir haben. Was soll ich denn mit Kerzen? Notfackeln. Um etwas zu erleuchten. Und Licht zum Aufzug umstellen. Ja, hätte ich auch gesagt. Wir haben jetzt, glaube ich, alles. Wait. What's going on? What's that sound? Ich wurde nicht gefragt. It's absurd. I don't even know why I came here, why I'm here. Have I really begun to believe my patient's story? And yet, sie ist dahin gefahren? I can't explain. It might just be my mind playing tricks on me, but I've started seeing things. And I hear the music from Ariadne's music box in my head. I need to understand this. There's something threatening about this place. The candles help me make the room a bit more cozy,
and the last rays of sunshine still come in through the window. But the shadows in this room make me feel uneasy. All I've done is clean off the dust from an old mattress and lie on it, without even taking my clothes off, since I don't really think I'll get much sleep in this place. The silence here is oppressive, almost solid. Aside from the still hum of the phonograph and the old wooden beams creaking, I can't hear a single thing. Ariadne? Where am I? 1920, der erste Traum. Oh nein. Am I? Träume ich? Ja, ich glaube. Na gut, andererseits, die ist wahrscheinlich schon dead. Die werde ich nicht umbringen können. Ein Museum? Bin das ich? Was mache ich in einem Gemälde? Okay, that's a weird dream. Es ist hier. Ich habe es wieder gespürt. Das passiert manchmal, aber immer nur nachts. Wenn ich die Lichter ausmache, spüre ich es kaum wahrnehmbar. Kaum weiter, als meine Augen sehen können. Wenn ich meine Augen schließe, beobachtet es mich mit Augen, die keine Augen sind. Irgendwo zwischen Wachsein und Schlaf. Meine Träume sind seltsam und mein Schlaf unruhig. Wenn ich aufwache, erinnere ich mich daran, etwas in der Ferne gesehen zu haben, durch ein Fenster, das ich kaum erkennen kann. Oder in einer flüchtigen Reflexion auf der hellen Oberfläche eines Flusses, während ich Arm in Arm mit meiner Verlobten spazieren gehe, verloren im Schlamm des großen Krieges. An anderen Tagen träume ich, dass mich eine Menschenmenge beobachtet und dieses Ding da ist, unter ihnen, zwischen ihren grauen, ausdruckslosen Gesichtern. Sobald ich bemerke, dass es da ist, bin ich nicht mehr in der Lage, es zu finden. Will ich das wirklich? Will ich es finden? Was bedeutet das alles? Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend, Pikachu. Ja, Vara, ich hoffe, deine auch. Schön, dass du reinschaust. Die stand vorher da noch nicht da, die... Ja. Ist ja auch gerade aufgefallen. Was, habe ich nicht gesehen? Argus LeGrand. Und dann hängt er sich da, oder? Ja, er hat ja da seine Family aus Versehen umgebracht und dann hat er sich erhängt. Und was macht die jetzt da? Oh, nettes Ding. Das sind wir. Okay. It's me. Okay, wach auf. Wach auf. Das ist immer ein Albtraum. Es ist dunkel. Oh nein, jetzt geht es auch noch Stufen runter. Hätten wir nicht Licht anmachen können? Hä? Ist das der gleiche Raum? Irgendwie und irgendwie nicht, sagt sie. Das ist Husher. Sie kennt den Mann nicht. Das ist natürlich zu früh, aber wir kennen ihn. Das sind alle, die die Spieluhr geholt hat. Eine Killwall. Wer Carol kennt und mein Let's Play auf SimSabine, der weiß, was wir meinen. Ich traue mich nicht, es auszusprechen, aber ich weiß, dass es hier ist. Es gibt eine Präsenz, die mich überall und gleichzeitig nirgendwo verfolgt. In den Wänden und Decken, aber auch in meinem Verstand. Es gräbt sich durch meine Gedanken und erfüllt mit Angst. Lauscher Nies. Jeden Tag wird alles ein wenig düsterer. Gott, was geschieht mit mir?
Wenn Stille herrscht, höre ich die Melodie. Leise, langsam, schön, düster, unheimlich, furchterregend und grausam. Wenn ich genau hinhöre, erreichen mich diese unmöglichen Töne und unnatürlichen Akkorde, die aus den dunkelsten Tiefen widerhallen, ohne durch meine Ohren zu dringen. In meinen Träumen steige ich hinab zu einem unbeschreiblichen Ort, an dem ich niemals gehen möchte. Wenn ich aufwache, erinnere ich mich nur noch an das Gefühl der Angst. Das Ding ist am Ende der Straße. Es ist dort. Ich weiß, dass es dort ist. Wenn das überhaupt ein Ort ist. Sie sind genau gleich. Es ist dort. Nein, das ist es nicht. Es ist genauso. Es ist genauso wie dieser Ort dort. Das kann nicht sein. Das kann nicht von dieser Welt sein. Ah! Das ist auch noch Hascha, schätze ich. Why am I seeing these people? Pikachu, danke schön für dein Follow und herzlich willkommen Feierabend. Bin das jetzt wieder ich? Ja. Wake up. It's me again. It's me again. What does this mean? This is mean. Oh Gott, muss ich jetzt durch alle Leute durch, die ich auch verloren habe? Weil dann da kann es jetzt hier ein bisschen länger dauern. Was ist eigentlich, wenn ich nicht höre? Die ist doch schon in einem Traum. Was soll eigentlich passieren? So. Oh mein Gott. Und das ist Daniel. Daniel ist noch nicht tot. Und das ist Ariadne. Es ist die alte Frau aus der Zeichnung von Ariadne. Es ist Ariadne. Sie hat sich quasi schon gesehen. So. Es ist hinter jeder Tür und wartet nur darauf, dass ich durchgehe. Es ist in den Rissen in der Decke und wartet darauf, dass ich hineingehe. Es ist in jedem Schatten, in jedem Winkel, in jeder Ritze und wartet darauf, dass ich mich abwende. Es ist in den Spiegeln und wartet darauf, dass ich hineinschaue. Weiß es, dass ich mir dessen bewusst bin? Bitte, bitte sag mir, dass es das nicht tut. Nein, nein, nein. Wenn es weiß, dass ich es weiß, wird es zu mir kommen. Die Melodie verdreht und verzerrt sich, gespielt von grotesken Instrumenten. Kein Mensch hätte so etwas spielen können. Es beginnt mit einem schrecklichen, kreischenden Geräusch und verwandelt sich langsam, bis es inmitten all des Kreischens und zu Qualen zu hören ist. Ich will meine Augen schließen, aber ich schlafe bereits. Ich kann nicht. Ich will nicht an diesen Ort gehen. Das sind keine Albträume, es ist mehr als das. Ich wünschte, es wären Albträume, aber die habe ich schon lange nicht mehr. Sie sind bereits vor langer Zeit vor Angst gestorben. Alles, was bleibt, ist Grauen und Horror. Nur die Gegenwart und die bevorstehenden Echos des Liedes. Ich will verschwinden, das Leiden und die Qualen beenden und nie wieder etwas hören oder sehen. Ich will es nicht mehr fühlen. Ich will das nicht mehr aushalten müssen. Aber ich muss es zu Ende bringen. Ich muss es tun. Ich muss einfach. Ich muss an diesen Ort. Das hat wahrscheinlich oder wird wahrscheinlich Daniel schreiben. Wake up! Oh, jetzt hat's aber geschrien. What is happening to me? Sie kann nicht sterben. Dann spare ich mir das Hören. Wird aber jetzt einfach durchgerauscht. Wahrscheinlich ist jetzt eh vorbei, oder? Oh, schick. Ah! Ah! Ich habe mich auch erschreckt. Soll ich die Tasche wegnehmen? Bin ich das? Soll ich die Tasche wegnehmen? Sie von mir selbst wegnehmen? Ja, Girl, Jule. Practically melted through, and the wax cylinder on the phonograph is about to run out. I saw something. I don't know what I contemplated in my dreams, but it felt so real. It almost felt like I was moving forwards, or rather downwards. But I don't know towards what. Dr. Prestigard recorded herself while she slept. I need to listen to the rest of the recordings, if they're still here. Okay, aber er sagt, sie hat sich selbst beim Schlafen aufgezeichnet. Das ist das Ende. Aufnahme 2. Ein Hartwachszylinder mit Nadel. Hm.
Ich muss einen Phonographen finden, der noch funktioniert, wenn ich mir das anhören will. Another one of the doctor's recordings. Let's see. Ach so, und das passt. Der ist jetzt hinüber. Mist, wenn ich doch nur die Schubladen öffne. Unter diesen seltsamen Zeichnungen befindet sich eine Notiz, die besagt, Elaine, Ariadnes Schwester, sie und ihre Mutter wurden ermordet. Ariadne war noch ein Baby. Wie kann sie sich daran erinnern? Gedicht von Bernice, ein Sonett, komponiert von Dr. Prescott. Ich treibe weg, schlafend zum 100. Mal weggetragen zu werden, trotz Widerstand an einen anderen Ort, ein Ort in der Ferne, tiefer, friedlicher Schlummer wird mir verweigert. Das Lied, es lockt mich, zieht mich zu sich, es schreit, es führt mich in die Tiefen meines eigenen Verstandes. Ein bedrohlicher Blick ist das Einzige, das ich finde, etwas Dunkles, Unfassbares. Es könne nicht nur Träume sein. Bin ich verdammt? Habe ich mich verirrt? Was ich sehe, was es bedeutet, unendliche Weite aus Stein, eine immerwährende Sonnenfinsternis, die Ränder einer Sonne, die nicht unsere ist. Hello, Delta. Nice, Weasel, danke schön. So, ich glaube, dann haben wir hier alles gesehen. Dann wollen wir jetzt den Strom umstellen, haben wir gesagt, richtig? Und wir haben eine Schachtel Kerzen und eine Tonaufzeichnung und immer noch den zerrissenen Gürtel, den wir ja zurechttackern möchten. Vielleicht kann er ja mit seiner Lederjacke durch das zerbrochene Glas langen. Sehr gut. Dir? Der Kipp lohnt sich. So, dann stelle ich Strom um zum Aufzug, ja? Und was genau mache ich jetzt? Soll ich es nochmal versuchen, diesen Tacker zu greifen? Vielleicht ist er einfach ein bisschen besser ausgerüstet als sie. Was meint ihr? Nein? Ansonsten habe ich nur noch... Also, wo ist denn so ein... Wo ist denn so ein Grammophon? Also Aufzug, aber es ist ja noch... ich krieg's ja... Beim Musiker vielleicht. Beim Musiker vielleicht, der könnte ein Grammophon noch haben. Muss ja eh Richtung Aufzug im Zweifel, oder? Den Erste-Hilfe-Kasten haben wir schon geöffnet. Da waren die Dings drin, die Leuchtkerzen. Doch, eine Türe gibt es zu dem Tackerraum, aber die ist verschlossen. Nee, der Musiker hat auch kein Grammophon. Das schaut auf. Vielleicht ist jetzt der Raum da hinten von dem Glibber befreit. Da konnten wir nur nicht rein, weil es geglibbert hat. Da glibbert es immer noch. Und warum können wir da eigentlich nicht rein?
blockiert. Ist auch blockiert. In der Küche. Ach so, da wo wir... Ach so, wo wir den... Wo wir nicht... Verstehe, wo wir nicht reingehen wollten, weil dieses Teil da drin war. Nachdem wir den Gürtel abgemacht hatten. Stimmt, da sind wir ja nicht... Da sind wir ja dann nicht rein. Das ist hier lang, oder? Nee, warte, das ist der Speisesaal. Nee, ich muss durch den Speisesaal durch. Brauchen wir da wieder Licht? Wir können da kein Licht machen, meine ich. Also wir hatten nur Sicherheit, Leichenhalle oder Aufzug. Da, es ist zu dunkel. Ich gehe auf keinen Fall ohne Licht hinein. Aber jetzt haben wir doch die Leuchtfackeln. Schmeiß so eine rein. Nice. Should be able to go in there now. At least while this flare is working. Oh, jetzt läuft die Zeit. Okay, I need to search this place quickly. This flare won't last much longer. I need to hurry up. Was? Ich habe nichts gefunden. Shit, the flare died. Oh mein Gott, okay. Aber es ist schon in dem Regal, oder? Boah, voll knapp. Wie viele Fackeln habe ich denn? Weiß ich nicht. Komm, wir schmeißen noch mal eine rein. Aber es ist schon in dem Regal, oder? Ja, Handschuhe. Okay. Oh mein Gott, ich hab sie. Was ist das für ein krasses Minigame? Dann können wir jetzt den Tacker holen. Im Handschuhe. Oh, ey. Zu halten. Hold it down!
Jetzt kann ich nicht raus. Jetzt müssen wir warten. Oder Metzgerhandschuhe, um den Tacker zu holen, lol. Ja, absolut. Finde ich auch, dass sie sich einfach nur ein bisschen anstellen. Okay, jetzt ist frei. So, mit dem Tacker kann ich meinen Riemen basteln, dann kann ich damit den Aufzug reparieren. Warte, nein, nein. Du ziehst dir erst die Handschuhe an. Benutzen. Ein alter Tacker. Er ist alt, aber es sind noch Klammern drin. Und den benutzt du jetzt mit deinem... Jawollinger. Ganz schwitzige Hände. So, und damit gehen wir jetzt zur... bei den Gummizellen. Hinten durch die Sicherheit und den Filmprojektoren und machen den Aufzug wieder ganz. Mausi! Genau, es liegt am Controller. So, ich habe da was gebastelt. Keine besonders gute Lösung, wenn man mich fragt, aber es könnte trotzdem funktionieren. Wir wollen ja nur Aufzug fahren. Wunderschön, da würde ich ja ganz klar einsteigen. I'll be very lucky if this thing doesn't go crashing down. Nee, Mann. Oh, ich hasse Aufzüge. Ich lauf lieber. Toll. Jetzt sind wir da oben. Jimmy, jawohl. Kann ich die aufmachen jetzt? Nee. Ich hasse Aufzüge in Horrorspielen, ich auch. Ich hasse sie auch im echten Leben. Unverzüglich abreißen. Ja, aber echt, ey. Fogi? Ach, das ist das Rätsel, dieses verstörte Gedicht, was der Tierpräparator geschrieben hat. Sie blinzelt, vom Hunger aufgeweckt. Es ist Nacht und sie hört zu. Sie flieht, schnell tödlich stumm. Du schreist, während sie dich von dir wegreißt. Zufrieden landet sie in einem Nest. Sie ruft den... Was kann ich hier alles drücken? Schnabel, Federn, Füße... Stamm, Ohren, Augen. Sie blinzelt, vom Hunger aufgeweckt. Drücken. Auge.
Es ist Nacht und sie hört zu. Corley. Sie flieht, schnell, tödlich, stumm. Warte, lass mal gucken, ob noch was von Fliegen kommt. Ja, es kommt dann noch mit den Flügeln, aber vielleicht kann ich es auch doppelt drücken. Sie flieht, schnell, tödlich, stumm. Da würde ich jetzt wahrscheinlich die Flügel nehmen. Du schreist, während sie sich von dir wegreißt. Das hier. Zufrieden landet sie auf ihrem Nest. Das ist dann wahrscheinlich das. Sie ruft in den Wind, um ihren Sieg zu verkünden. Rufen wird sie mit dem Schnabel. Ihr fester Griff lähmt dich. Das ist wieder das. Und Blut fließt, während sie dich isst. Sie plustert sich auf und schlägt mit den Flügeln. Eigentlich wäre Essen ja jetzt erst das und das. Und gesättigt schläft sie ein. Ah, ich glaube, es war falsch. Ich glaube, das war falsch. Vielleicht ist das eine doch nur eine Zeile mit dem Flügeln. Also es gibt kein... Ich kann nicht den anderen Fuß nehmen. Es sind nur diese paar Sachen. Aber dann würde ich es jetzt nochmal machen. Sie blinzelt, vom Hunger aufgeweckt. Also blinzli. Es ist Nacht und sie hört zu. Sie flieht, schnell, tödlich, stumm. Du schreist, während sie sich von dir wegreißt. Zufrieden landet sie auf ihrem Nest. Vielleicht ist es auch jetzt erst... Vielleicht kommt auch jetzt das Nest... Und dann der Griff. Und dann nochmal die Sättigung. Mist. Ich würde als letztes das Auge nehmen. Also ihr seid schon dabei. Es startet, sie blinzelt. Es ist Nacht und sie hört zu. Sie flieht schnell, tödlich, stumm. Dann nehmen wir halt jetzt die... Sie wird ja fliegen. Du schreist, während sie sich von dir wegreißt. Das wird wahrscheinlich der Fuß sein. Sie zufrieden landet sie auf ihrem Nest. Das kann ja nur das sein. Sie ruft in den Wind, um ihren Sieg zu verkünden. Ihr fester Griff lähmt dich. Blut fließt, während sie dich isst. Sie plustert sich auf und schlägt mit den Flügeln. Dann nehme ich jetzt die Flügel. Und dann sagt ihr, als letztes schläft sie ein, wieder die Augen. Mist auch nicht. Irgendwas mache ich falsch. Wir haben das Essen vergessen. Ich dachte, vielleicht ist das nur eine Zeile. Also okay, wir machen Auge, Ohr, Flügel. Fuß, Nest. Schnabel. Fuß, Schnabel, Flügel. Fuß, Schnabel, Flügel. Auge. Ja! Eine Schlüssel steht da tatsächlich, die vom Lauf der Zeit gezeichnet ist. Alan Sadrak, sagt das Etikett. Ich denke, er war ein Arzt.
Brief von einem Künstler. Eine kurze Nachricht verfasst von einem Freund von Dr. Bernice Prescott. Ich bin in einem Geschichtsmagazin auf dieses Foto gestoßen. Es sieht den Zeichnungen deiner Patientin, dem kleinen Mädchen, sehr ähnlich, nicht wahr? Ich habe eine Kopie beigefügt. Es muss ein Zufall sein, aber es lief mir kalt den Rücken runter, als ich den Ursprung des Bildes entdeckt habe. Es stammt von den Wänden einer neu entdeckten Kammer in den Höhlen von Altamira in Spanien. Bernice, das Gemälde stammt aus dem Paläolithikum. Lokale Archäologen haben festgestellt, dass es etwa 40.000 Jahre alt ist. Ja, so lange gibt es die Spiele oder die Musik halt wohl schon. Ach, schade, er hätte gerne ein Feuerchen angezündet. Okay, wir haben jetzt einen Schlüssel von einem Ärzte, von einem Arztzimmer. Trink mal was, dankeschön. Martin, mach kurz Pause. Okidoki. Die Musik ist so traurig. Aber irgendwie auch schön und ein bisschen beruhigend. Da steckt etwas im Röhrensystem, eine Art Nachricht. Ich glaube, das System ist dampfbetrieben. Okay. Sollen wir das auch noch in Gang bringen hier, oder was? Was ist das? Vegetation. Ach, das ist, könnte das der Arzt sein? Nee, Dr. Jeremy Hartwood. Lydia hat mir gesagt, dass einer der Ärzte war, der die Gesundheit ernst nahm. Diplome. Dritter Versuchsbericht. Die Auswertung des Experiments, das von der Ärztin durchgeführt wurde. So, lasst mal sehen. Das ist jetzt das dritte. Untersuchung des durchgeführten Experiments durch Direktor Edward Saunders. Anmerkungen. 5 Patienten aus der Versuchsgruppe sind verschwunden. Alle bis auf die ursprüngliche Testperson, Adriane Legrand Amsberg. Ich weiß nicht, ob sie entkommen sind oder ob die Mauern sie verschluckt haben, aber sie haben keine Spuren hinterlassen. Auch der Sicherheitsdienst hat keine auffälligen Vorfälle registriert. Ich habe die Ärztin, die das Experiment durchgeführt hat, gesucht, um sie darüber zu informieren, aber sie ist nirgends zu finden. Als ich Ariadne fragte, ob sie gesehen habe, schüttelte sie den Kopf und fragte mich, ob sie endlich dort sei. Ich fragte sie, was sie meinte, aber sie sagte nichts mehr. Es war unmöglich, sie zu kontaktieren. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ja, also Bernice Prescott ist dann ja auch... Wir haben ja gesehen, die ist da eingeschlafen. Die ist ja tatsächlich in das Elternhaus von der Ariadne Legrand Amsberg gegangen, hat dort die Musik angehört und damit war es vorbei mit der Guten. Schade, Schokolade. Die hätte eigentlich einen sehr netten Eindruck gemacht. Warte, nein, da lang. Hier scheint es nichts über sie zu geben. Heißt es, ich habe jetzt hier nur... Was habe ich in diesem Raum also gefunden? Nur diese dampfbetriebene Nachrichtensache. Auch ein bisschen wenig, oder? Okay. Got it. Ah, da sind wir jetzt wieder auf der anderen Seite. Das heißt, wenn ich jetzt den Schlüssel habe, dann probiere ich das da oben.
Neben Dr. Prescott könnte es ja sein, dass da der andere Arzt sein Büro hatte. Wenn sie sagt, man kannte sich. Okay, komm. Use the key. Ja, nice. Kabel. Ach, Stethoskop. Zum Abhören von Herz und Lunge. Oder der Türen, die wir sonst nicht hören können. War das das Ding, das eingesperrt war? Wahrscheinlich. Damit sollte ich jetzt das anhören können, was ich zuvor nicht konnte. Got it. Notizen von Dr. Alan Cedric. Beunruhigende Befunde von einem der Ärzte. Dr. Prescott hatte recht. Anfangs war ich skeptisch gegenüber ihrem Experiment. Warum all diese Ressourcen verschwenden, um einem kranken Mädchen zu beweisen, dass das, was sie zu sehen behauptet, auf eine abnormale Funktion ihrer Psyche zurückzuführen ist. Doch alles machte Sinn, als sie dem Patienten das Lied in der Spieluhr vorspielte und als die Ärztin selbst begann, ihre eigenen Erfahrungen zu beschreiben. Der rapide geistige und kognitive Verfall und die Halluzinationen, unter denen die Versuchspersonen in der Versuchsgruppe litten, können nicht mehr ignoriert werden. Wir sind nicht nur mit einer neuartigen Erkrankung konfrontiert, sondern können auch beobachten, wie die beschriebenen Auswirkungen auf das Krankenhauspersonal übergegangen sind. Zum ersten Mal in der Geschichte haben wir es mit einer ansteckenden psychischen Erkrankung zu tun. Ein Nobelpreis auf dem Silbertablett. Angesichts der Ergebnisse verwirren die Fakten jedoch meine Erwartungen. Das Lied zerstörte völlig ihren Verstand und trieb sie alle in den Wahnsinn. Das ist etwas, was sie in den Daten nach alle gemeinsam haben, außer Ariadne Legrand Amsberg. Dieses Mädchen ist die einzige aus der Gruppe, die noch bei uns ist. Ihre Zelle ist die einzige. Ja, warte, ich war nicht fertig, das ist bestimmt eine Rückseite. Die frei von schrecklichem Geschrei ist und ihr Verhalten ist das einzige, das sich nicht geändert hat. Sie ist die einzige, die unversehrt geblieben ist und sie zeigt immer noch dasselbe Verhalten wie vor dem Experiment. Ich glaube, Dr. Prescott hatte recht mit den Gründen dafür. Aus Ariadnes Akte geht hervor, dass sie dem Lied ausgesetzt war, als sie kaum ein paar Monate alt war. Sie war ein Baby, ihr Verstand eine leere Leinwand, die erst befüllt werden musste. Nicht so wie wir. Wir sind daran zerbrochen oder werden es noch. Ariadnes Verstand ist wie ein junger Baum, der sich unter enormen Kräften biegt. Er ist nicht gebrochen, sondern eher anders gewachsen. Er hat sich verformt und kann deshalb nicht mehr gebrochen werden. Das Lied, die dunkle Gestalt, die schrecklichen Visionen und Träume sind für sie einfach normal. Ihr tägliches Leben, seit sie sich erinnern kann. Wenn ich nur Dr. Prescott finden und ihr sagen könnte, dass sie recht hatte. Es gibt keine Lösung. Was wird aus uns allen werden? Der Vater hat es ja, hat diese Spieluhr ja ihr geschenkt, als sie ein Baby war. Und da sie damit groß geworden ist, hat sie keine Angst davor. Aber es tut ihr ja auch nichts. Oder es tut ihr nichts, weil sie keine bösartigen Erfahrungen gemacht hat in ihrem Leben. Irgendwie so. Okay, jetzt haben wir das Stethoskop. Das heißt, wir gehen runter zu den Gummizellen. Treppe runter. Und dann geradeaus. Ganz schön beklemmend die ganze Atmosphäre im Spiel gerade, gell? Lass mich nachdenken. Da rein. Ich mag diesen Raum irgendwie am wenigsten. Ich weiß nicht warum, wegen den ganzen verhüllten Dudes hier. Okay, und jetzt soll ich an den Türen horchen. 6 haben wir. So. I have a stethoscope for you. Nutze it. Ach so. Huh? Ne? Am I going crazy?
Warte, du kannst dich doch hier auch irgendwo verstecken auf der anderen Seite, ja. Kann er jetzt einfach hören, weil wir das Stethoskop in der Tasche haben, oder was? Die scheint friedlich. Ich gehe jetzt da rein. Eine Spritze. Was für ein schreckliches Instrument. Eine spitze Metallnadel. Ich denke, dass die Nadel ausreichen sollte. Für was? Ariadnes verlorene Zeichnungen. Darstellung einer Szene, die stattfinden muss. Ariadne im Schaukelstuhl. Jemand auf der Couch. Vielleicht wir. Eine Spieluhr auf dem Tisch. Darstellung einer Szene, die sich ereignet hat. Das ist der Schrank. Mit ihrer Schwester und der Mutter. Wofür brauche ich die Nadel? Lass mich kurz nachdenken. Um den zweiten Teil anzuhören, soll ich damit das Grammophon richten, möglicherweise? Das war oben, bei Dr. Prescott. Aber da habe ich kein To-Do aufgezeichnet auf der Karte. Was soll ich denn mit einer... Ja, wahrscheinlich, oder? Das wäre jetzt das Einzige, was mir einfallen würde, ehrlich gesagt. Dein Start ins neue Leben. Weil sonst habe ich nichts, was ich ändern... Also, und ich habe auch im Inventar nur noch das Stethoskop, die Aufnahme. Vielleicht kann ich es kombinieren. Nee. Warte, ich muss überlegen, nicht, dass ich jetzt falsch laufe. Ich laufe falsch, ich will hier die Treppe hoch. Wir gehen jetzt nochmal in Dr. Prescott's Büro und versuchen, ob wir die zweite Aufnahme hören können. Das Dampfsystemrohr noch probieren, ja, aber wie denn? Nee, ich kann hier tatsächlich nichts ändern. Ich kann hier nichts anpassen. Also es ist kein To-Do für mich hier. Wisst ihr, was ich meine? Es ist kein Rätsel. Deswegen kann ich jetzt hiermit auch nichts tun. Ich kann das hier nicht benutzen. Okay. Ich habe Adriatens Zeichnungen jetzt dabei. Die Spritze genau ansehen. Ich dachte, ich habe die Spritze schon angeschaut. Ich habe nur die Nadel. Sollte hilfreich sein, solange ich mich nicht steche und an Wundbrand sterbe. Es ist eine spitze Metallnadel, die ich jetzt habe. Aber ich weiß nicht genau, was ich damit soll. Ach so, ich soll zum Dampfrohr gehen und es damit rausholen vielleicht, oder wie?
meine, es ist ja jetzt nur ein Zimmer weiter. Nee, warte, wo ist das? Wo war das System? Kurz nachdenken. Beim Direktor. Hier, oder? Aber hier, auch hier kann ich nichts machen. Ich kann das hier nicht benutzen. Da fehlt dir in der Ecke auch noch ein Raum, denke ich. Aber wo soll ich da hinkommen? Ach so. Hier bin ich nicht reingegangen. Stimmt, hier bin ich nicht reingegangen. Schlaf gut, Michelle. Aha. Ah, das scheint der Phonograph zu sein, mit dem sie das Interview aufgenommen haben. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, denke ich, dass er immer noch funktionieren wird. Nice, dann gehen wir jetzt mal kurz hören. Okay, weiter geht's mit ihrem Albtraum der letzten Nacht. On the one hand, I just want to get out of here. But on the other, I need to know what's happening. I need to understand the dreams this place causes in me. And the visions I've had these past few days. It's pitch black outside. And the old mansion is even more menacing than before. I've taken out my last two candles, but lighted only one. In case I wake up before dawn. It would terrify me to be here, alone in the dark. Verstehe ich gut. I'm in Ariadne's room again. Der zweite Traum. Is this the same dream? Wir werden es rausfinden. Da liegt einer. Ach du lieber Gott. Der ist zu groß für das Leichending. Ah. Ah. Die Flasche enthält Gift. Schloss am Tor. Ja? Weiß ich nicht. Traumfänger, der hilft dir jetzt auch nichts. Das ist ein Schloss am Tor, okay. Who are you? Ah, da ist die Alte. Wer ist da? Me. Bist du ich? Gib ihn mir, du brauchst ihn nicht. Ja, das glaube ich. Ja, dann gib ihn ihr doch. Ja, hier, bitteschön. Danke. Im Tausch dafür gibt's ein Schlüssel. Öffnet diese Schlüssel eine Tür oder mein Verstand? Du musst untersuchen, du musst es wissen. Du musst weiter nach unten gehen. Is
Interessant ist, dass sie das jetzt sieht. In ihrem Traum 1920. Halt zu, halt zu! Ich dachte, sie kann nicht sterben! Ich dachte, sie kann nicht sterben! Es gibt nur einen Ausweg. Wozu bräuchte ich eine Aale? Wie soll mir die helfen zu entkommen? Where did that come from? What's going on? Cool. I don't like this. Was mache ich mit einem Messer? Oh, sie kriegt die ganzen Mordinstrumente jetzt hier präsentiert. Suchen Sie sich eins aus. Jetzt haben wir ein Seil. Wozu sollte ich die Schlinge benutzen? Das kann doch nicht wahr sein. Oh mein Gott. Oder Gift. Soll ich aus der Flasche trinken? Arsen. Was ist, wenn ich Nein sag? Nö. Ich glaube, es lässt uns hier wirklich keinen anderen Ausweg. Sie wird ja sterben, oder? Das wissen wir. Erinnert sie euch auch an unsere Ex, an die Sophie? That was. Why would I do something like that? I know I'm closer to understanding something, to finding that last puzzle piece. But I also realize there's no turning back. I feel like I've broken something inside of me that can't be mended. Each dream feels closer to that place. And further from reality. It's still dark outside. But it seems like the candle burned out a while ago. It must be close to dawn. Yes, it can't be long now. I have to find answers. Get to the bottom of this matter. Understand Ariadne and what is happening to me. Oh God, Berenice, tell me you understood. I need to find the next recording. Er will die nächste Aufnahme, falls es eine gibt, gell? Okay, aber das Grammophon. Ich befürchte, dass die Nadel zerbrochen ist. Kein Problem, ich habe eine neue. Ich habe nur keine dritte Aufzeichnung. Er funktioniert. Sollte ich einen Wachszylinder finden, kann ich ihn damit abspielen. Hello. Hallo. Ich glaube, da liegt was auf dem Tisch. Ich könnte mich hier verstecken. Ja. Wo liegt jetzt was auf dem Tisch? Moment mal, ich glaube, da liegt etwas auf dem Tisch. Was meint er denn? Er sieht im Spiegel, glaube ich, dass etwas auf dem Tisch liegt. Okay, wir können durch beide Türen weiter. Ich gehe jetzt mal erst da, wo es nicht gruselig ist. Was ist das? Es sieht aus wie eine Art dampfbetriebenes Bedienfeld. Ah! Wir müssen das ins Büro des Direktors leiten, da unten. Und es läuft jetzt gerade da oben. Da kann ich es ja abdrehen, oder? Dann will ich es hier vielleicht aufdrehen. Wo ist denn der Dampf jetzt? Oh. Aber
Ah nee, es muss ja hier durch. Jetzt ist es da. Aber... auf. Eins. Da ist er jetzt da oben, da brauche ich es ja nicht. Und jetzt ist er hier, oder? Ja. Nice, schon mal recht gut. Westflügel und jetzt eins runter. Jetzt. Ah, okay. Jetzt müsste es beim Büro des Direktors durchgepustet haben. Können wir das holen, was da festgesteckt ist? Ich schaue noch mal kurz, ob hier was ist. Ja, da können wir auch rein. Vielleicht hat er den Schreibtisch da durchgesehen, was er sehen kann. Ich war hier schon mal. Ich schwöre, ich bin hier bevor. Es ist das gleiche Raum, das ich sah, nachdem ich Husha fand. Darstellung einer Szene, die stattfinden könnte. Wir vor dem Schrank. Ach so, okay. Sammelobjekt. Psychiatriebücher. Ich habe ihn schon mal gesehen, den Raum. Kann das überhaupt möglich sein? Meine Güte, wo soll denn das hingehen? Nochmal ein kleiner Raum. Ich kann sie nicht öffnen. Also hier ist irgendwie Abstellkammer. Da geht gar nichts. Dann gehen wir jetzt in das Büro des Direktors zurück. Hier ist ein Verstecktisch, dürfen wir nicht vergessen. Und falls wir nochmal einen Wachszylinder finden, ist hier auch dann das Grammophon. So, dann schauen wir jetzt, was das hier rausgepustet hat. Da ist er ja, der Hartwachszylinder. Ich muss einen Phonographen finden. Kein Problem. Die letzte Aufnahme, ich hoffe, was nützlich ist. Das hoffe ich auch. Hast du ein Glück, dass ich schon alles hier für dich bereit gemacht habe. So, dann hören wir uns die dritte Aufnahme an. Und letzte. Von Bennys Doktor... Der dritte Traum. This place. That thing. The presence. That's what Argos Legrand called that horror. Now I know why. It's anywhere the song is. In the hospital. In Ariadne. In me. Everywhere. Maybe there's no solution. Maybe it isn't something you can just end. But maybe... Cut it off from everything, from this world. Burn the bridge. Return the song to whence it came. If I take the box to that place, if I leave it there, with the presence, I need to push forward just a little longer. I need to understand. I need to put an end to this. I need to go there. Sie will die Spieluhr da jetzt hinbringen. I need to know. I need to make it. Okay. Mutig von ihr, ja.
Na dann. Ariadne, do you need my help or do I need yours? Also ich habe nicht das Gefühl, dass Ariadne Hilfe braucht. Der geht soweit ja eigentlich gut. Sie bringt zwar alle um, aber ihr geht's ja eigentlich gut. Das ist tief. Das ist wirklich tief. Okay, Girl. Jetzt schwebt er schon. So, er ist an Seilen, okay. Schön weiter kurbeln. Hier unten gibt's Strom. Sehr schön. Jetzt sind wir da. Im allertiefsten, tiefsten, unterletzten Unterbewusstseinspunkt angekommen. So, Benny ist fleißig gekurbelt. Wo bin ich? Ariadne? Ja, das ist eine gute Frage. Da steht einer. Hallo? Das ist die alte da. Vielleicht, wenn ich die Laterne ausmache, aber bin das nicht ich? Was passiert, wenn ich sie ausmache? Soll ich sie ausmachen? Ja, mach sie auch aus. I'm so sorry. Ich kann nicht drin. Das ist die Tür. Oh, shit. Shit, I'm running out of time. Ja, ich weiß. Ariadne was right. She was right about everything. I've seen it with my own eyes, even if it was in dreams. It's true. That place. The presence. I know what I have to do. Now that I'm awake, I need to get the music box and find a way to take it there. Yes. I solved this riddle. Now that I'm awake, I can put an end to this horror once and for all. Now that I'm awake, I can awake. Hat sie nicht geschafft. Die Spieluhr muss an diesen Ort. Im Traum. Oh, und jetzt das Finale. Dort. Rein da. What saved Ariadne would not save me. She had grown up with that melody and had developed a mind so distorted that it could withstand the horrors it saw each day. But there was another way out. To break the connection between our reality and that terrible place. To take the song and its nightmares to their place of origin. I was the only person who could do it. The only one who had heard the melody and, so far, lived to tell the story. Time was running out. The mansion was still far away, and my damned car chose that precise moment to go belly up. Everything seemed to conspire against me, but I wasn't about to give up. There wasn't much time left, but I knew I still had a chance. Wenn er der einzig Lebende noch ist, der es gehört hat, wenn er sterben würde, wäre es aber vielleicht ja auch vorbei. Oder nicht? Die Zeit läuft davon.
Aber er würde ja die Spieluhr nicht mitnehmen können. Das ist wahrscheinlich dann das Problem. Irgendwer würde sie sich wieder anhören. Finale. Okay, direkt mit ihm. Oh, schön hier eigentlich. So. Ich finde einfach die Box und bring sie an diesen Ort. Ja, aber Ariadne hat doch die Box, oder? Die haben wir doch zurückgegeben. Ariadne, ich sag's nur ungern. Ich hätte gern die Box zurück. Knock, knock. Kann ich die Box nochmal haben? Muss sie wegmachen. Hallo? Niemand zu Hause. Sie antwortet nicht. Ich kann sie nicht sehen. Ich habe keine Aktivität im Haus bemerkt. Dann brechen wir halt einfach ein. Hello, I'm there. Ich muss sie finden, nach der Spieluhr fragen. Warum kann ich nicht hochgehen? Bevor ich anfange, das Haus zu durchsuchen, soll ich Ariadne finden und sie nach der Spieluhr fragen. Mhm. Ausweg? But what? It can't be. It doesn't make sense. Die wohnt ja gemütlich, hä? Ariadne. Bist. So hat ihre. Warum hat sie auch zerbrochene Spiegel? Wahrscheinlich hat Argus ihr gratis getan. Ach so. Ach so, das ist ja noch ihr Elternhaus jetzt, oder wie? Nee, aber. Doch, ach, wir waren beim Hascha im Haus. Mrs. LeGrand. Da ist er ja. Pardon me for barging in like this, but I need that box. Wie, sie ist gar nicht interessiert? The box. Die Box. The music box I gave you. I need it. Please tell me where it is. Its box is upstairs. Thank you. I promise I'll free both of us from that cursed thing. Elaine LeGrand. Sie hat die Spieluhr in der Hand, völlig ahnungslos, was die Zukunft für sie bereitet. Elaine, Ariadne's upstairs, Mr. Noida. What a senseless tragedy. In my room. Wie sie da sitzt, das hat, sie hat es gar nicht gestört. Aber ja gut, sie weiß ja, dass er kommt, oder? Da ist die Szene mit dem Schaukelstuhl. Ja, stimmt. Eigentlich die normale Reaktion wäre gewesen, was machen sie hier? Wie sind sie hier reingekommen? Ihrem Zimmer. Haben wir eine Karte? No. Ich muss ja auch nicht hören an den Türen. Das ist schon mal ein Schlafzimmer. Das ist Elaines Zimmer. Es bildet sich auch keine Karte. Das ist doch Ariadnes Zimmer. Da ist sie. See it next to the mirror. Hab sie. Oh, jetzt müssen wir das Lichtspiel machen. Um sie mitzunehmen. Here we are. Nehmen Sie mit, die Box. Die schmeißen wir jetzt in das Höllenloch. Hast du ein Glück, dass der Schreibtisch mitgebeamt wurde? So. Schien ja recht einfach zu sein. Klopf, klopf. Ich muss die Laternen ausschalten. Stimmt, es soll ja dunkel sein. Bernice Prescott, soll ich klopfen? Nee, warte mal. Also es sind vier Lichter an, die ich ausmachen muss. Von den vier Opfern, oder? Argus LeGrand. Ja, komm, wir starten mit ihm.
goes to the ground. This is unreal. Daddy first. Oh, Argus Legrands Albtraum. Oh, jetzt sind wir in seinem Albtraum. Oh Gott, wo er schlägt ja Frau und Kinder tot. Frau und Kind. Das ist sein Albtraum. Er glaubt ja, dass das die Ariadne Dings ist. Okay, ich seh nichts, ich lauf einfach mal. Ariadne, where are you? Er wollte sie ja nur beschützen. Ariadne, hold on. Dad is going to save you. Und ich hoffe, ich kann mich nicht verlaufen. Okay, ich habe mich verlaufen. Oh no! Ich meine, er war ja schon tot. Ist sein Licht wenigstens ausgegangen? Nein? Ich muss die Tür öffnen. War das jetzt falsch, weil sein Licht nicht ausgegangen ist? Ich habe meine Chance vertan, noch einmal anzuklopfen, wäre sinnlos. Ich hab's vermasselt. Okay, dann versuch ich's jetzt bei ihr. Okay, ich hab's bei ihm irgendwie vertan. Ich weiß nicht, was ich hätte machen sollen. Okay, Bernice Prescott's Albtraum. Aber komm, ihren Albtraum haben wir doch gespielt jetzt in der letzten Zeit. Die Frage ist halt, was soll ich mit denen erreichen? Und warum hat keiner was... Zwei Patienten, die das Lied noch nicht gehört haben. Ich weiß nicht, wer. Sie hat das Lied auf alle Fälle gehört. Er lügt, wenn er über die Träume redet. Der Typ nebenan lügt, wenn er über die Träume redet. A solar eclipse towering over a great expanse. Have you seen anything like that in your dreams? No. Der sieht bestimmt auch. Also Nummer 6 sieht bestimmt die Träume. Nummer 5? Glaube ich nicht. A solar eclipse towering over a great expanse. Have you seen anything like that in your dreams? Nummer 2? Have you recently dreamed about an eclipsed sun? No. Wenn du zu lange brauchst, stirbt sie, na toll. Die Maschine spielt die Melodie in der Zelle ab, die ich auswähle. Ich muss sorgfältig wählen. Also ich sehe, es müssen fünf Nummer 1. Have you recently dreamed about an eclipsed sun? Ja, ich kriege ja aus Nummer 1 kriege ich ja gar nichts raus. Und da sitzt Ariadne drin. Das heißt, ich muss jetzt... Also zwei haben die Melodie noch nicht gehört. Und was soll ich jetzt auswählen? 6 Probanden wird das Lied vorgespielt. Das Experiment hat bereits begonnen. Die Kontrollpatientin zeigt nach dem Anhören in ihrer Zelle keine Veränderung. Und doch haben 2 der anderen Probanden in gegenüberliegenden Zellen begonnen, von einem Traum zu erzählen, in dem sie einen dunklen Ort mit einer Sonnenfinsternis sehen. Nur einer der beiden war der Melodie ausgesetzt gewesen. Es ist möglich, dass es sich bei dem anderen um einen Fall von Suggestion handelt, der durch die Erzählungen der anderen Patienten ausgelöst wurde. Eine weitere Beobachtung, mehrere Versuchspersonen haben Kerzen in ihrer Zelle aufgestellt, obwohl nicht alle von ihnen die Melodie gehört haben. Wir gehen davon aus, dass es möglich ist, dass sie einfach imitieren, was andere Patienten tun. Aus irgendeinem Grund explorieren die Elektronenröhren im Soundsystem. Wenn das Lied eine Zelle spielt, sind nur noch 3 übrig. Aus irgendeinem Grund explodierten
explodieren die Elektronenröhren im Soundsystem, wenn das Lied in einer Zeit zu spielen. Es sind nur noch 3 übrig. Hä? 1 und 2 haben es nicht gehört. Aber das kann nicht sein. Ariadne sitzt in der 2 und sie hat es auf alle Fälle gehört. Ach nee, das ist 4. Von 1 haben wir gar keine Info. Und 2 sitzt im Dunkeln und hat Kerzen aufgestellt. Sollen wir 1 und 2 nehmen? 3 und 5? Janines Profi. Ich hätte jetzt auch gesagt, 5 ist sass, wenn Ariadne sagt, er lügt, wenn er über die Träume erzählt. Hätte ich halt auch gesagt. Aber gut, dann nehmen wir 1 und 2. Hä, geht nicht. Ich kann nicht 1 und 2 nehmen. Das eine bedingt das andere. Dann 2 und 5. Aber es kann nicht gegenüberliegend sein. Es hieß doch, dass es nicht gegenüberliegend sein kann. Dann vielleicht 1 und 5. Ich habe halt wahrscheinlich nur einen Versuch, oder? Ach nee. Oder doch? Und wenn ich 1 mache und dann... Ach so, oder ich muss 1 machen und dann auf Play. Okay. 1 hört jetzt die Musik. Ich weiß nicht, ob das richtig war. War das jetzt richtig? Es heißt, aus irgendeinem Grund explodieren die, wenn das Lied in einer Zelle spielen. Und es sind nur noch 3 übrig. Ja. Dann würde ich sagen 5, oder? Eins. 5. Oh nein, Janine, jetzt habe ich 5 gemacht. Ich glaube, es war falsch. Nee, es war richtig. Und jetzt noch einen. Und dann... Dann jetzt die 2 halt, oder? Der 2er sitzt in der Dunkelheit, hat Kerzen angezündet. Jetzt 2, okay. Okay. Ich mache jetzt die 2. Oh no, it can't be. Help me, please. Okay, ihr Rätsel war richtig. Bei ihr sind 2 Lampen ausgegangen. If I could just do the same with the rest. Nice. Okay, wer wohnt denn hier? Isaac Färber. Okay, schauen wir mal seinen Albtraum an. Mr. Färber? Isaacs Albtraum. Ah, überall die Stricke. Ich
muss dem Albtraum entkommen. Ich muss uns alle aus diesem Wahnsinn rausholen, koste es, was es wolle. Was ist er für ein crazy Rätsel? Ich glaube, das war hier einfach direkt der hier. Das ist der, der sich erhängt hat, ja. Aber das war doch jetzt richtig, oder? Der, der hier direkt davor war, den habe ich jetzt... Haben wir hier nochmal eine Kamera? Schwierig. Nicht der direkt davor. Aber ich hätte gesagt, der hier. Und einer links davon. Lass noch mal gucken. Boah, schwierig. Die Kameraführung ist halt auch schwierig, gell? Aber wenn die Kamera so schaut, vielleicht ist es auch der hier. Ich bin mir nicht sicher. Ja, oder? Nehmen wir den? Und dann den da? Oder den da? Ich glaube aber fast der hier. Ich bin mir auch unsicher. Dann nehme ich jetzt den. Das war falsch. Dann nehmen wir den. Okay, ist noch irgendwo eine Kamera? Ah, hier direkt. Das müsste der hier sein. Es müsste der hier sein. Haben wir denn jetzt alle? Komm schon. Mensch, ist gebackt. Da war noch einer im Hintergrund. Oha. Nope. Ich seh keinen im Hintergrund. Ach doch, direkt dahinter. Also wenn es der hier war, dann kann es nur noch der dann da sein. Den man so ganz schwach gesehen hat. Kann es sein, dass ich es ohne nochmal ein Foto zu machen alle schaffen muss?
Und welchen hatte ich jetzt noch? Ah, okay. Hab sie. Okay. Danke. Da sind wir. Ich hoffe, du hast deine Spieluhr dabei. Wir geben die jetzt zurück. There. Da sind wir ja. Hallöchen. Ich würde da gern was zurückgeben. Das funktioniert nicht richtig. Hier. Stell sie hin und dann hauen wir ab. See you never. Sicher? I fucking did it! Und was will er jetzt von mir? Soll ich hier einfach rausspazieren? Sagen wir der Ariadne noch Tür mit Ö oder? Ja, oder? Gehen wir nochmal zu Ariadne. Ariadne, sorry für die Spieluhr, aber wenn wir ehrlich sind, keiner von uns hat die doch gemocht. Die Alte ist wahrscheinlich super einsam. Hier drin saß sie, oder? Ariadne, I did it. Everything will be okay, Mrs. LeGrand. Das ist die Szene. And that song will never play in this world again. Nicht einschlafen, Daniel. I must have fallen asleep. What time is it? Ich glaube, die ist böse. It's getting late. Do you mind if I turn on the light? No. Nein, sie hat sie wieder. It doesn't like the light. No. But it likes the song. Für Elaine. Mein ganzer Stolz. Er hat zwei Spieluhren angefertigt. Für beide Töchter. Na klar. Huh? What? Where am I? Hello? Daniel. Is that you? Sophie? Sophie! Help me, please! Help somebody! Help me, please! Help! Let me out! Help! Er ist ja dann einer... Er ist einer von denen, die wir versucht haben auszusperren. Das waren alles nur gefangene Seelen, die da raus wollten. Natürlich hat der Vater für beide Töchter eine Spieluhr angefertigt. Und sie hatte jetzt noch das Exemplar von ihrer Schwester. Voll traurig. Aber er hat ja vielleicht
Er hat es auch nicht geschafft, es noch niederzuschreiben, was man tun muss. Weil jetzt passiert, es muss ja einfach nur dasselbe nochmal gemacht werden, nur mit Elaines Spieluhr. Wahnsinnig gut. Richtig gutes Game. Tolles Game. Also ich muss auch sagen, ich fand das Spiel von der Story richtig krass. Dieser Permadeath, so sehr ich ihn gehasst habe, so gut war er halt auch, weil er eine Besonderheit gemacht hat, weil du halt viel mehr Stress hattest, weil du wusstest, die Charaktere, wenn du sie killst, dann kann es halt auch gewesen sein. Es ist deutlich leichter gewesen, auf einer Spielstufe leichter. Wir haben ja das erste Kapitel auf schwerster oder auf normaler Spielschwierigkeit gespielt. Das war zu krass, haben wir überhaupt nicht geschafft. Und dann auf einer Spielstufe geringer, mit trotzdem Permadeath, aber nicht so häufig gehuntet werden. War, finde ich, jetzt genau das Richtige. Schöne Geschichte. Vor allem ergibt am Ende total Sinn, dass es zwei Spieluhren gab. Und Ariadne lässt es nämlich nicht so einfach auf sich sitzen, dass jemand die Spieluhr aus den toten Händen reißt und dann da wieder zurückgibt.